Ist ein. Jetzt kommentiere ich mal, der Dominik kämpft mit dem Feuerzeug. Und das Ding ist an. Jetzt hat er es gepackt und jetzt! Ah! Und Feuer! Das kleine Ding so eine Wirkung. Wahnsinn, Wahnsinn. Das macht das richtig gut hier. Man glaubt nicht, was da rauskommt. Das rumst und bummst. Und kracht und lacht. Das war's. Und das war's. Pause oder Schluss? Pause. Dirk hat das kommentiert, Dominik. Wir leben noch. Ja. Aber das ist wieder Machtgefühle, also wir machen gar nicht. Was hat denn? Nee, das ist schön. Es leuchtet. Es leuchtet. Nee, der das kommt noch. Die Farben ändern sich und dann kommt der rum. Ja, die Schweißbrenner, ja. Wie ein Bunsenbrenner. Meinst du schon, du wirst leider kriegst die Farbe neue Teste. Ja, die Kohle. Du siehst, das wird noch alles bei YouTube, was du gerade sagst. Und Silvester die fünfte. Neujahr die fünfte. Neujahr die fünfte. Dominik, den hier vorne rücknehmen. Nee, Dominik hat keine Lust. Er sucht erstmal seinen Knallkörper und jetzt geht er. Das ist Ostern. Jetzt geht er an die Abschussrampe, sucht den Zünder. Zünden? Ach so. Was soll ich denn sagen? Na bloß, ja, oder ach so. Was weiß ich. Oh, cool! Oh, das ist gut, ja. Ja, ja. So, Achtung, jetzt kommt der Sprengmeister wieder. Nicht springen, sprengen. An der Abschuss kämpft mit dem Feuerzeug. Der Hilfssprengmeister muss eingreifen, weil das Feuerzeug nicht funktioniert. Und siehe da, das Zigarillo wirkt Wunder.
Das können wir uns heute machen. Und dieses Mal. Das sieht noch schöner aus, ja. So eine kleine Batterie ist noch groß, ja. So ist die, ja. Hm, 100. Und die große haben wir zwei noch. Vorhin die vier Ecke. Ah, da rum. Die Reise hat, der hier groß ja hatte, und noch eine längliche hat er. Das war's ruhig. Also drei große, schöne Batterien. So eine große Toilette. Oh, du musst mal hin, ich muss das Toilette. Ich geh mal runter, dann. Ich muss ja verpieseln. Ja, und Helge, siehst du das Thema? Ja, und dann kommt eine Rakete hinter die Flohen. Du musst ein bisschen wechseln, aber. Firepower en masse. 200. Oh, wow. Das kommt ein zusammen. Oh. Und die geht wieder mit hoch. Egal, die Russen kommen! Nun startet der Sprengmeister Lord of Fire. Zweites Halbfinale. Da kommt noch. Ja, spinnt. Er spinnt. Die Hilfszündschnur tritt in Kraft. Und die Hilfszündschnur funktioniert. Ja, muss er ringsrum krabbeln. Ja, klar. Wahnsinn. Die sind doch gut, ja? Wie hoch die fliegen? Also wir reichen ja auch 50 Stunden. Ey, wer sind die Ersten, die noch was machen? Die Russen sind aber immer.
Geht nicht. So dunkel wärst du irgendwie. Du hast da ein bisschen Licht von Straßen, so ein bisschen alles, ja. Du willst ja wohl die Effekte haben. Ja, in der anderen soll es sein. Ja, auch doch! Du brauchst mal Dummies mit auf die Hände. Du brauchst ja Dummies mit auf die. Du könntest mir auch mal ein Bier holen, wenn du so ein Dieb bist, oder? Kein Problem. Ja, du bist ein Engel. Oh Gott! Da wollte mich jemand erschrecken! Thank you, Peggy Quatsch! Ich muss mir so. Ich hab so ein Dorf weg. Ja, also sagen Sie mal das. Die Rechte hast du am Wollen noch. Also richtig früher dann zum Verhellen kann, wenn wir einfach, ja. Wer das denn? Ganz klar. Weiß ich nicht. Vielleicht sind wir hier. Nee, aber ohne Quatsch jetzt, ey. Kommst du vor wie unsere damals, unsere Männer, die an der Elbe gelegen haben und drüber geballert haben. So sah es da auch aus. Ja, aber es wird mir ausgegangen, ne, Ulm? Ey, was machst du denn? Wer hat jetzt hier drin, oder was? Wir fangen gleichzeitig an. Beide gleichzeitig das Gleiche. Weißt du, wie viel Schuss da kommt? Nee, Pause. Ich hab doch Pause gedrückt. Gommel liegt in Schutt und Asche. Oder im Koma. Das Einzige, was noch funktioniert, das Finale unserer genialen Sprengmeister. Und das Erste hat gezündet. Das geht nicht, das reicht nicht. Ja, nach oben. Entschuldigung. Ich dachte, rein gezündet noch. Wir waren doch hinten. Die Bede. Jetzt macht das so hoch an. Genial. Hammer. Hammer geil. Ja.